und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ganz leckere Sommercrepe. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diese zubereite, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Das ist ein perfektes Dessert für den Sommer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, für unsere Sommercrepe benötigen wir einmal 2 Eier Größe M, 200 Gramm an Mehl und 150 Milliliter an Milch bzw. 150 Milliliter an Buttermilch. Das habe ich hier schon zusammen vermischt und gebe das gleich bei dem Teig hinzu. Eine Prise Salz und etwas Zucker. Zucker nach Belieben, so wie man immer selber mag. Als allererstes schlagen wir die Eier mit dem Zucker und der Prise Salz . Wenn ihr das Ganze etwa schaumig geschlagen habt, gebt ihr nach und nach das Mehl hinzu. Jetzt kommt noch die Buttermilch und die Milch hinzu. Und wir mixen das Ganze weiter. Jetzt das restliche Mehl noch hinzufügen. Wenn das Ganze dann so aussieht in etwa, dann könntet ihr die Crepe auch schon ausbacken. Ich allerdings lasse das Ganze jetzt einmal 10 Minuten stehen und dann werde ich mich der Füllung bzw. dem Obst widmen. Für die Füllung haben wir jetzt einmal Obst nach Belieben, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. 125 Gramm an Mascarpone, Schlagsahne, die wir jetzt gleich steif schlagen werden, und einmal gehackte Schokolade, die wir bei der Schlagsahne hinzufügen werden. Wir beginnen jetzt damit erst einmal die Schlagsahne zu schlagen. Die Sahne habe ich jetzt einmal steif geschlagen. Jetzt füge ich einmal die Mascarpone hinzu. Die Sahne, die Mascarpone und jetzt kommt auch noch unsere Schokolade, die wir gehackt haben, hinzu. Das Ganze verrühren wir jetzt einmal. So sieht das Ganze dann aus. Das Ganze kommt jetzt einmal in den Kühlschrank, damit es kühl bleibt. Und dann widmen wir uns dem Obst. Beim Obst, da schneiden wir uns einfach einmal so in mundgerechte Stücke. Erdbeeren, Aprikosen und Himbeeren habe ich da. Die Himbeeren lasse ich so im Ganzen, weil die schon sowieso sehr weich sind und auseinanderfallen würden, wenn ich die jetzt zerschneide oder zerschnippel. Das Ganze mache ich jetzt einfach nur mit den Erdbeeren und mit den Aprikosen. So, ich bin jetzt einmal mit dem Obstschnippeln fertig und beginne jetzt einmal mit den Crepes auszubacken. So, ich schalte den Herd auf höchster Stufe. Befette einmal die Pfanne. Man kann das Ganze auch machen mit Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Das, was man gerade da hat. Und jetzt backe ich die ganzen Crepe einmal ordentlich aus. Ich bin gleich fertig und bevor ich das Ganze dann halt befülle, werde ich das auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.
wenn das soweit ist, filme ich euch das Ganze einmal ab. So, meine Crepes sind jetzt einmal abgekühlt. Hab mir das Ganze hier jetzt schon aufgebaut. Ich gebe einmal die Mascarpone-Sahne, Stracciatella-Mischung, einmal auf die Mitte. Einmal das Obst, also alles am besten nur mittig, damit das gleich nicht alles auseinanderfällt. Klappe das jetzt hier einmal zu. So. Gebe hier oben drauf noch einmal ein bisschen von der Creme, sodass das Ganze haftet. Ich bestreue das Ganze einmal mit Puderzucker. Man könnte das auch mit Schokolade verzieren. Ich möchte das aber nicht allzu süß haben. Dann noch ein paar Erdbeeren hinzu. Das wäre dann für mich der perfekte Sommerdessert. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, falls ihr das Rezept nachmachen solltet. Ich sage jetzt schon mal bis zum nächsten Mal.